sitzen hier im Nightliner bei den E-Mail-Bulls und wir wollen natürlich von euch wissen, was hat euch dazu bewogen, euch das anzutun, ein eigenes Festival zu organisieren? Ja, das ist in der Tat eine berechtigte und eigentlich auch sehr gute Frage. Wir machen den Xmas Bash ja jetzt schon wirklich seit Jahren. Ich glaube, das ist das 8. oder 9. Mal. Und wir sind eine Band, die ja, sowohl musikalisch als auch dann in der Live-Umsetzung beziehungsweise auf Platte und auch dann in der Live-Umsetzung den Leuten irgendwie auch permanent irgendwie was Neues bieten wollen und halt immer nicht mit derselben Chose ankommen wollen. Und wir haben den Xmas Bash eigentlich permanent ausgebaut. Wir haben ihn letztes Jahr dann auch zum ersten Mal 2 Tage hintereinander gemacht. Und dann war so irgendwie die Frage, puh, was macht man denn dann 2016? So, man muss es ja irgendwie toppen und dann kam dann irgendwann mal die Idee, hey, lasst uns einfach ein Festival draus machen, was über 2 Tage geht, auch ein bisschen ein größerer Venue. Und die Idee war relativ schnell geboren. Nur dann das Ganze umzusetzen, das war tatsächlich echt eine riesen Herausforderung, dass du wirklich allein so bis du an dem Punkt bist, wo du das Line-Up so hast, wie es jetzt irgendwie dasteht. I don't want.
wirklich mit einer Band wie Skindred, also das sind für uns, also Benji, der Sänger zum Beispiel, das sind für mich Jugendidole. Also wir haben früher seine erste Band, Dub War, einfach überkrass abgefeiert. Und es ist halt total geil, dass man irgendwie dann Jahre später irgendwie so eine Band hier auch am Start hat. Und ja, ich hoffe, dass ich irgendwie mir die Show reinziehen kann, weil das genau zu der Phase ist, wo ich mich immer einsingen muss. Aber ich werde es versuchen, ein bisschen früher zu schaffen und da drin dann ein schönes kaltes Bierchen zu trinken und abzufeiern. Our job is to get the people feeling right. Our job is to get the people feeling united. Our job is to get the energy in the place uplifted. And to quote Malcolm X, I will say, we'll do that by any means necessary. If it means using a ragga groove or a punk rock riff or whatever it is, we get the place jumping. That's the intention. If you really want war, you got to be sick.
Ding ist, hier ist eine Location. Das ist ja jetzt sozusagen, die Tonhalle ist ja kein Live-Club sozusagen, wo alles schon drin steht, sondern du musst da irgendwie vom ersten Bühnenteil bis zur letzten Lampe alles reinbauen, alles reinmieten, Seku, Sanitäter, Catering. Also das ist ein riesen Rattenschwanz. Und es war eine sehr, sehr, sehr interessante Erfahrung, das auch mal selber zu machen und da wirklich so hinter den Kulissen auch drin zu stecken, weil unser Respekt, also beziehungsweise mein Respekt vor jedem Festivalveranstalter wirklich massiv gestiegen ist. We're really boring guys. Nothing fun ever happens. No, you aren't. No, nothing fun ever happens. We just sit around and like we play cards. Yeah. And then we tell each other stories about like when we were kids. Yeah. We play backgammon. Backgammon. That's great. Okay, you always say you are a party band. It's just right? Just for show, man. We don't party at all. As I'm excited to drink a beer, and I might try whiskey tonight. Oh my god. Maybe. Oh my god. Maybe. I did shave today. You look good, man. Thanks, man. Yeah. Welchen Kriterien habt ihr denn die Bands ausgewählt, die hier spielen? Boah, also
Hauptsächlich danach, was wir geil finden. Also es gibt ja so, also es sind ja so Bands dabei wie NSOK oder auch Unleash the Sky, die sind ein bisschen kleiner, aber die sind schon mal bei uns mit auf Tour gewesen. Und mit denen sind wir auch befreundet, aber finden die einfach auch musikalisch geil. Genauso ist es bei den großen Supports, also bei Skindred und bei Cyberhead. Und es war einfach geil, dass wir die bekommen haben. Also ja. Ist auch eine coole Mischung, also Punkrock, Metal, Rock, absolut, alles dabei. Ja, das war uns auch wichtig, dass da nicht irgendwie 6 Stunden lang irgendwie jeden Abend irgendwie dasselbe irgendwie spielt. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Ich meine, wir kennen alle diese Package-Touren, wo irgendwie 9 Bands spielen, die eigentlich alle das Gleiche machen. Also mich persönlich langweilt das halt irgendwie total. Und deshalb glaube ich, dass wir hier mit dem Line-Up wirklich ein Setup, irgendwie ein Line-Up irgendwie auf die Beine gestellt haben, was nicht langweilig wird, auch wenn sich's über ein paar Stunden irgendwie hinzieht, der Abend. Das war tatsächlich eine Kritik, bei dem Album davor, da hieß es immer, wir haben keine Hits. Vielleicht haben wir uns diesmal da einfach gedacht, na, dann schreibt man halt mal welche, oder? Nein, wir geben uns tatsächlich immer Mühe, wirklich Songs zu schreiben, die für sich gute Songs sind. Also jetzt nicht in den Genreschranken irgendwie, Hauptsache geile Riffs oder geile Breakdowns, sondern es geht halt uns wirklich auch um die Songs und um die Bedeutung der Songs, die Lyrics. Die meisten lesen natürlich keine Lyrics mehr heutzutage, leider, aber wir denken uns halt wirklich was dabei. Und ja, und so eine Kritiken sind natürlich dann ganz schön. Also wir haben auch echt gute Reviews bekommen für das Album. Also gute bis sehr gute, kann man ja sagen. Wir sind echt happy damit. Auf jeden Fall zu Recht. Danke. Life's Colosseum is
normalerweise kommst du als Band immer zum Festival, wenn alles irgendwie vorbereitet ist, alles fertig. Ja. Und du kommst da hin, fühlst dich wohl, alles ist cool. Aber du bekommst ja diese ganze Vorarbeit normalerweise gar nicht mit. Und das haben wir jetzt irgendwie über ein Jahr, also wir arbeiten wirklich seit einem Jahr an diesem Ding, wirklich leibhaftig auch mal mitbekommen, was das logistisch und auch finanziell für ein wahnsinniger Aufriss und ist. Organisatorisch. Genau, ja. Ist was Besonderes hier zu spielen beim Xmas Bash? Die Emil Bulls haben euch ja eingeladen. Also für uns ist es auf jeden Fall eine große Ehre, dass wir hier eingeladen worden sind. Also mit Emil Bulls hatten wir vorher nur nicht so wirklich was zu tun. Also wir kannten die Band, aber so persönlich hatten wir vorher eigentlich keinen wirklichen Kontakt oder Konzerte, auf denen wir zusammen gespielt haben. Stimmt es eigentlich, dass ihr vor einer Tour euch vorbereitet und extra viel Sport und Yoga macht? Das ist eine Bombenfrage. Soll man das so sagen? Ja, gerne. Also, das wird wahrscheinlich bezogen auf dieses Never Say Die Video, ne? Ja. Ehrlich gesagt haben wir uns wirklich darauf vorbereitet. Also wir haben wirklich mehr Sport gemacht und wir haben auch sogar Yoga gemacht. Wir haben immer jede Woche Yoga-Kurse genommen. Einfach generell auch aus Interesse, weil wir da Bock drauf hatten, aber im Prinzip haben wir uns auch darauf vorbereitet. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns dann darüber lustig gemacht haben. Nee, find ich ja cool, absolut. nur halt nicht so wie in diesem Video. besonders als Vorbereitung für die Never Say Die Tour. Die Never Say Die Tour war so eigentlich unsere erste Riesentour. Und klar wollte man da körperlich und auch geistig fit sein. Deswegen hat uns der Sport wohl schon ganz gut getan. Thank you.
euch wird man auch was Neues hören nächstes Jahr. Wir wollen natürlich wissen, wie es eurem neuen Album geht, das gerade in Planung ist. Ja, wir waren in der Tat jetzt so zwischen Festivalsaison und dem Xmas Bash sehr, sehr fleißig, kommen eigentlich frisch aus dem Songwriting Camp und haben wirklich rangeklotzt und das neue Album ist, ich kann nicht so gut wie im Kasten, aber sagen wir mal so zu 70-80% irgendwie ist es schon gereift und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir jetzt Mitte Januar dann anfangen können, ins Studio zu gehen und okay. Dass das wirklich ein richtig geiles Ding wird. Also das, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, du? Ja, absolut. Absolut. Wir sind auch echt schon weiter im Kasten, heißt nicht im Studio schon eingespielt, sondern heißt für uns die Songs alle so, wie wir sie haben wollen. Da sind wir ziemlich nah dran. Und dann können wir ins Studio gehen und okay. Das Ding reinkloppen. Die Emil Bulls haben euch ja eingeladen zum Xmas Bash Festival hier. Ist schon was Besonderes für euch, hier zu spielen. Also für, ja, auf jeden Fall und auch gerade für mich, weil ich damit auch groß geworden bin. Es gab halt, für uns gab es früher immer Korn, Deftones, auf jeden Fall für mich, das war die mein Ding. Und dann gab es in Deutschland halt, gab es halt noch Emil Bulls, ne? Emil Bulls vor Linden, Guano Apes, ja. Und dann hat es auch schon aufgehört ja. Und absolut gestoked, so dass die Jungs uns auch dann anscheinend musikalisch und als Band so ernst nehmen, dass wir tatsächlich einen Abend zusammen füllen. Macht mich stolz auf jeden Fall. Freue ich mich sehr, hier zu sein auf jeden Fall. Es ist jetzt auch nicht alltäglich, dass wir in so riesigen, geilen Locations spielen und da 2012 extrem geil war, haben wir uns natürlich die ganze Zeit schon drauf gefreut, wieder hier zu sein. München ist immer eine Reise wert und heute natürlich besonders. Wir sind da ja eh bandintern eher Familie als nur Freunde so und dementsprechend
gibt es da, glaube ich, das ein oder andere Geheimnis, was wir jetzt hier wirklich nicht preisgeben. Was man auch nicht preisgeben kann, glaube ich. Kann, das ist einfach viel zu widerlich wahrscheinlich. Und was natürlich gerade bei mir in Erinnerung geblieben ist, war der Abschluss der Emil Bulls Tour damals. Man hat uns kurz davor erzählt, dass man sich so zu einem Tourabschluss Streiche spielt. Und ja. Bei mir war es dann der Fall, dass ich auf die Bühne gekommen bin, habe mein Mikro aufgehoben und es war von oben bis unten mit Honig eingesaut. Und wer schon mal so ein bisschen Honig am Finger hat, weiß ungefähr, wie nervig das sein kann, wenn dann die ganze Hand voll ist und man schwitzt und man macht dann nochmal so und dann, also, ja. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und ich hoffe, ich kann es den Bulls irgendwann nochmal heimzahlen. Da, wo Emil Bulls draufsteht, ist auch 100% Emil Bulls drin und es ist immer geil. Yeah.
On the dark side.